tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Absol vor. Absol ist ein Mono-Unlicht-Pokémon ohne Entwicklungen und hat somit eine Schwäche gegen Kampfkäfer und Feen, eine Resistenz gegen Unlicht und Geist sowie eine Immunität gegen Psycho-Attacken. Seit der 6. Generation kann es außerdem eine Mega-Entwicklung machen. Absols Basiswerte sind auf den ersten Blick wenig überzeugend. Bis auf den wirklich starken Angriffswert von 130 sind seine Werte eher unterdurchschnittlich. Die Defensive ist schwach genug, um von stärkeren neutralen Attacken gewonnen zu werden, und es ist im Endeffekt zu langsam, um zum Sweepen. Bei der Mega-Entwicklung sieht das Ganze jedoch ein wenig anders aus. Beide Angriffswerte und die Initiative gehen nach oben, die Verteidigungswerte bleiben jedoch wie sie sind. Zusätzlich erhält es die Fähigkeit Magiespiegel, durch die er alle Statusattacken, die gegen ihn gerichtet sind, zum Gegner zurückwerfen kann. Mit 115 Initiative-Basis ist er jetzt auch schnell genug zum Sweepen, und der extra Angriffsboost hilft ihm auch dabei. Die IV verteilt man hier übrigens voll in Angriff und Initiative. Als Wesen nimmt man froh, um die Inne zu maximieren. Als Attacken nimmt man Abschlag, Tiefschlag, Eisenschweif und Knuddler. Abschlag ist eine sehr nützliche Step-Attacke, die dem Gegner, sofern er eins trägt, das Item wegschlägt. Wird ein Item weggeschlagen, so verursacht die Attacke außerdem 50% mehr Schaden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Megasteine, Z-Kristalle und Formwandel-Items bei den jeweiligen Pokémon, also sprich Tafeln bei Arceus, Discs bei Amigento, Platinum-Orb bei Giratina oder die Module von Genesect nicht abgeschlagen werden können. Die Attacke hält hierbei auch keinen Bonusschaden. Tiefschlag ist eine zweite Step-Attacke mit Priorität. Sie funktioniert zwar nur, wenn der Gegner selbst angreifen will, jedoch prallen die meisten Statusattacken am Magiespiegel ab und ihr müsst lediglich bei Setup-Moves ein wenig aufpassen. Knuddler ist ein guter Coverage-Move, die vor allem Unlicht- und Kampf-Pokémon effektiv trifft und sonst eine sehr gute Neutral-Coverage für Absols Unlicht-Attacken gibt. Eisenschweif habe ich hier noch mit drin, weil ich Feen-Pokémon sonst nur mit einem neutralen Knuddler treffen kann. Die Attacke geht zwar gerne mal daneben, aber macht dafür auch ordentlich Aua, wenn sie trifft. Wenn ihr kein Freund von Eisenschweif seid, dann könnt ihr auch einfach Schwerttanz spielen. Absol findet nämlich trotz seiner miesen Defensivwerte dank seinem Magiespiegel immer mal wieder eine Gelegenheit, in der er sich frei boosten kann. Mit Absol müsst ihr lediglich bei gegnerischen Tanks aufpassen. Die überleben meistens eine Attacke von Absol und können anschließend hart genug zurückhauen, um Absol zu one-hitten. Stauler sind weniger das Problem, da diese meist nicht genug Schaden machen, um Absol zu one-hitten. Und Absol kann diese dann relativ bequem two-hitten, sofern er nicht vor einem Panzer-Aeron, einem Stolles oder einem Stalus oder ähnlichem steht. Sweeper sind normalerweise kein Problem. Die halten im Normalfall nicht genug aus, um Absols Angriffe zu überleben. Und die schnelleren Sweeper kann man unter Umständen auch mit einem Tiefschlag rausnehmen. Switch-Partner für Absol zu finden gestaltet sich als relativ schwierig, da es nicht nur von effektiven, sondern auch von den meisten neutral treffenden Attacken gewonnen-hittet wird. Ein Geist-Pokémon zum Abfangen von Tempohieben von Kampfattacken ist jedoch im Zweifelsfall keine schlechte Idee. Wenn ihr Absol effektiv spielen wollt, dann bringt es am besten erst im Late-Game richtig ins Spiel. Im Early-Game hat es nur einen Nutzen, wenn ihr beim Gegner einen Tarnsteinleger seht. Mit Absols Magiespiegel könnt ihr eurem Gegner nämlich schön die Tarnsteine zurückschicken. Versucht anschließend gefährliche Pokémon zu schwächen, damit Absol im Late-Game durchsweepen kann. Das war's von meinem Absol, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.